Hallo zusammen, willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Heute geht es um wunderschöne Blume, Veilchen. Das ist für mich Frühling pur. Das ist für mich ja, Kindheitserinnerung. Das ist für mich ja, einfach Traum. Ihr seht mich da. Ich kann mich jetzt heute nicht zeigen, weil ich sehe aus, natürlicher als natürlich, sage ich mal. Daher filme ich erstmal nur Blümchen. Und was habe ich vor? Ich habe vor, aus diesen Veilchen, es ist hier wirklich ein Meer aus Veilchen, ein Körperöl herzustellen. Ich hätte gerne eigentlich eher so eine Creme oder so ein Gesichtscreme. Habe aber keinen Bienenwachs zu Hause, daher wird das nicht klappen. So, jetzt pflücken wir jede Menge hier von diesen schönen Veilchen und versuchen unser Bestes wieder. Schaut mal her, wie viel ich schon gepflückt habe. Es ist sehr mühsam, aber mir macht das riesig Spaß, weil es riecht auch. Oh, wenn man da Nase reinsteckt, Explosion pur. Blumenköpfe habe ich jetzt in so ein Sieb reingetan, damit die Viecher, also diese ganze Krabbelsachen einfach raus können. Und das lasse ich einen Moment stehen. Ich habe vorhin ein paar Mal geschüttelt und da kam einiges raus. Da hätte ich nie gedacht, dass da so viele so kleine Insekten eben drauf sind. Also ich möchte in meinem Öl keine riechende Sachen haben. So, jetzt wiegen wir das Ganze. Ich nehme das einfach mit der Hand und tue das auf meine Waage. So, es sind sage und schreibe 60 Gramm hier jetzt. Ist das nicht wunderschön hier? Ist das nicht ein Bild für die Götter? Ich liebe das. Ich liebe diesen Geruch, diese Farbe. Übrigens in Serbokroatischen heißt das Ljubicica. Versucht mal das Ganze das auszusprechen. Ich bin gespannt, wer das schafft. Das ist herrlich. Das ganze Wintergarten hier riecht danach. Ich würde es gleich mit Olivenöl übergießen, weil ich habe nichts anderes eigentlich sonst da. Sonnenblumen, glaube ich, Öl riecht ja so ein bisschen intensiver. Und Olivenöl ist ja bekanntlich gut für die Haut. Also ich übergieße das mit, ich weiß nicht mal wie viel Olivenöl, schreibe ich dann zum Schluss. Und lasse das so 8 bis 10 Tage einfach in so ein geschlossenes Gefäß. Und schaue einfach, was daraus wird. So, ich habe mich jetzt für 4 Deziliter Olivenöl entschieden. Kippe ich einfach rein und mache Deckel zu und lasse das einfach einwirken. Einmal rein damit. Fast daneben gegangen. Oh. So, einmal rein. Mal schauen. Das rühre ich jetzt um. Und mache den Deckel zu. Diese Töpfe, was ihr gesehen habt, da habe ich meine Sonnenblumen ausgesät. So, und dann einfach einwirken lassen. Hallo ihr Lieben, heute ist Palmsonntag und ich dachte, es bietet sich irgendwie Gelegenheit an, das hier umzugießen. Es sind nicht 8 oder 10 Tage, es sind bloß 2 Tage jetzt, dass ich das einfach mit Öl gefüllt habe. Aber am Palmsonntag haben wir früher bei uns zu Hause immer mit Veilchen und Primeln und so diesen weißen Blümchen, wie heißen die nochmal, die Gänseblümchen, genau, mit denen haben wir Gesicht gewaschen, das war irgendwie, hat jeder bei uns gemacht früher. Und deswegen fühle ich das jetzt heute einfach um. Es riecht noch ziemlich, ich habe natürlich vorher schon gerochen, auch ordentlich nach Olivenöl, aber auch Veilchen kommen durch. Mir ist es jetzt einfach ein bisschen zu intensiv noch an Olivenöl, obwohl es eben gut eigentlich und gesund ist für die Haut.
Ich tue noch ein oder paar oder zwei Tropfen Orangenöl dazu, damit das so ein bisschen auflockert. Ich hoffe, dass es wirklich dann auch nicht zu viel wird und dass es klappt. Ich muss aufpassen, dass ich meine Tischdecke nicht versaue. Hier habe ich so einen Trichter mit so einem Sieb drin. Den tue ich hier einfach drauf und gieße das Ganze hier einfach rein. So. Draußen ist wunderschönes Wetter. Es ist wirklich ein Traum. Ihr hört die Vögelchen zwitschern. Wunderbar für Seele und Körper und alles. So. Ja. Also das fülle ich jetzt einfach, da tue ich wie gesagt ein oder zwei Tropfen von, ich habe so ein natürliches Orangenöl, zwei, drei Tropfen rein. Und fülle es in so ein Gläschen. Ich habe so ein leeres Gläschen hier. Da fülle ich es rein. Und es ist eine wunderbare Sache für den Körper. Einfach nach Duschen eincremen oder einölen. Wunderbar. Also jetzt tue ich drei Tropfen Öl, Orangenöl rein. Misch das Ganze. Oh, jetzt riecht es natürlich überwiegend nach Orangenöl. Übergieß das hier, aber das mache ich über die Spüle. Hier ist mir einfach zu gefährlich. Ich habe schon trotz allem gekleckert. Und dann habe ich mein Öl. Aber lecker. Ihr Lieben, ich fülle das gleich über die Spüle einfach hier in das Gläschen um und möchte mich verabschieden, euch alles Gute wieder wünschen, bleibt gesund und munter und positiv und bis demnächst.